Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Let's Play Attack hier, hey. Wir spielen weiter mit Sergeant Spider Kill. Schön. Gut. Okay. Dann werden wir mal loslegen. Ja. Also machen wir die Tür auf. Aktivieren den Ton. Und dann kann es ja schon losgehen. Nee, war ein Walking Creeper, okay. So. Heute, liebe Leute. Morgen, liebe Leute. Und übermorgen betreten wir heute mal eine besondere Festung. Es gibt ja sehr viel gebohrte Ambiente. Und wie es aussieht, wird es wieder Nacht. Naja, danke schön. Ist mir trotzdem erstmal scheißegal. Wir searchen nämlich nach dem Eingang von dieser Burganlage hier. Und wenn ich noch ein Schafgeräusch höre, ich schwöre euch, ich trete euch die Zähne ein. Da könnt ihr aber versichert sein. Noch ein Mäh oder ein Bäh, dann seid ihr alle tot. Ich hab euch gewarnt, Schaf. Ich hab euch gewarnt. Jetzt müsst ihr ran büßen. Nein. Ich habe euch gewarnt, jetzt seid ihr tot. Zu spät, Schaf. Zu spät? Jetzt wirst du erstmal geownt, mein Freund. Jetzt wirst du erstmal scheiße geownt. Ihr werdet mich nicht mit euren lächerlichen Kackgeräuschen meine P versauen. Dafür werde ich sorgen, ihr kleinen Krampen. Komm her, Krampe, komm her. Alter, du, ey. Du kriegst doppelt den aufs Maul, Alter. Du kriegst dreifach auf die Fresse. Okay. Idiot, Alter. Idiote! Gut. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein abgefucktes Legen war, aber okay. Ja, eure Kollegen sind tot. Wartet es nicht, nur mal ein Geräusch zu machen. Ich schwöre euch, auch wenn er mich zum Absturz des PC bringt, ich werde euch dann die Fresse polieren. Leg's Strich noch an, Schaf. Leg's nicht drauf an, du Bitch. Er legt es drauf an. Pinguin machen jetzt ordentliche Geräusche. Gut. Den Pinguin lassen wir Pinguin bleiben. Jupp. Moment, mein Fuß juckt. Ja, ich muss erstmal den Eingang searchen. Warte mal, die Gue. Ich ignoriere euch einfach alle. Ist mal scheiße, ja, ey. Ich bin ein Mob-Ignorierer. Hör. Ach, halte mal die. Alter, ich will mal. Warte. Wieso trotzdem den Eingang, auch wenn du mich killen tust? Ich glaube, hier haben wir den Eingang. Okay, Mensch. Gefunden! Oh, da kommt's aber schon. Hallo, Stu. Ich komme trotzdem rein. Oder auch nicht. Ach, er springt mit runter. Wie einfallsreich. Alles klar. Er springt mit runter. Wie einfallsreich. Also, der hat bestimmt Frust gehabt. So, weil wir schon mal zu Hause sind, schlafen wir mal runter. Gut. Ja, ich habe mich jetzt im folgenden Part über Bildung beschwert. Also, das ist nun mal so. Gut. Wir betreten nochmal die Festung, weil da war irgendwas Interessantes drin. Problem ist, die Idioten haben keinen Eingang gecraftet. Aber bei Skeletten ist das gut, wenn man den Nahkampfschwert nimmt. Das ganze Gemäute reckt erstmal ab. Den Creeper können wir auch so perfekt killen. Warte mal. Komm mal her, kleiner Patriot. Komm mal rüber. Wow. Alles klar.
Und den Grabstein schrottet der Strampe, ey. Das geht ja mal so gar nicht. Gut. Wir betreten nochmal die Assi-Burg. Ist mir egal, was die Krakeen sich da zusammenreiben. So. So, Skelett-Stew, jetzt werde ich euch erstmal die Fresse polieren. Ey, Schaf, was habe ich über das Maul halten gesagt? Kusch dich, ey. Gut. Die Viecher regen mir aber auch auf, ey. Fucking Schaf, ey. Nee, bäh, das können die nicht sagen, Alter. Ja, nee. Hab ich nicht nötig, liebe Zuschauer. Hab ich nicht nötig, weil Schafe Scheißkinder sind. Fucking the fucking bad sheeps, bad, bad, bad. Böse Schafe, evil sheep. Evil Kim, evil sheep. Ja. Okay. Okay, mal weiter gucken. Lass mal hier rein. Die pflanzen hier ernsthaft Weizen an. Sind die ein bisschen gay? Dorfbewohner nach Eiferei? Die eifen Dorfbewohner nach. Das finde ich mal so gar nicht cool. Hey, Stürvi, ich bin hier. Hallo. Oh, er kommt runter. Den schießen. Ignorieren. Hey, Platz vergeh. Wow, bad Überraschung. Eine boshafte Überraschung, aber okay. Mindestens einer muss sterben, dass ich Erfolg sammeln kann. Okay, er ist hart im Leben. Hart im Leben. Gut. Er ist hart im Leben. So hart, wie man nur sein kann. Ja. Jo, Freunde. Freunde, ich mag Freunde. Freunde sind lustig. Freunde sind immer cool. Freunde machen gute Laune. Meine Items. Alles meins. Meins. Gehört alles mir. Ich bin geizig. Oh, das arme Kind. Ich hab den Kumpel runtergestoßen. Tut mir leid. Ich wollte das nicht. Nein, wirklich nicht. Das tut mir wirklich sehr leid, mein Skelettfreund. Es ist einfach so passiert, weißt du? Ja, das kann ich nicht anders erklären. Es ist einfach... Oh. Der hat aber einen Riesenteil, Alter. Alles klar. Sehr bloß ein Stellensperr, der Test ist bestimmt nicht so effektiv. Ne, es hätte mich auf jeden Schlag gekillt, ja. Gehen wir nochmal hinein, schadet ja nicht. Wollen wir uns mal hier eine Siedlung drin geben? Ja. Ich spreche jetzt mal hier ein, egal was das Skelett dazu sagt. So Leute, Hausfriedensbruch. Denkt doch nicht wirklich, dass der Bedrock ihn aufhalten tut. Dann grabe ich einfach eine Treppe nach oben. Ja. Die denken doch nicht ernsthaft, der Bedrock hält mich davon fern, Alter. Da müssen die schon besser schalten, ja. Dann denken doch bloß die, dass der Bedrock den Stand halten tut, ey. Das denken wir nicht. Das machen die auch so. So. Das ist doch bestimmt hier ein Dorfbewohner Geiseldorf, ey. Ach, ey. Diese Scientisten fickt den echt ab, Alter. Ja. So. Ich komme. Freunde. Friends, Vorderer.
Yay! Stubi! Stubi! Spinnerteklappe! Spinnerteich, du hast Neuheiten gesagt. Hey, Spinne, übertreib's nicht! Ich Spinne, ich war nicht, wenn du mich jetzt im Arsch trittst, dann tritt ich dich. Dann tritt ich dich in der Visage! Ist ein Rüssel-PC? Warte mal. Ne, ist bloß ein Haar. Was ist jetzt los? Muss mal kurz beenden, Leute, weil der Mist hat sich irgendwie aufgehangen. Ich habe nicht mal einen Pfeil. Ich werde mal kurz den Part beenden, bis gleich. So Leute, es geht weiter. Wie gesagt, so schnell lasse ich mich nicht von dem Programm verarschen. Aber okay. Ist nicht sehr extrem. Das wir hier generieren lassen. Wie gesagt, wenn der PC noch abkacken tut, dann ist es immer so. Ja. Lass mich von so einem Chase-Köter nicht ärgern, ne. Gut, Moment mal. Ja, Augenblick. Und wenn der PC sich jetzt zu wälzen tut, der Köter auch wieder ab. Ja. So, okay. Wie gesagt, die lassen mich von sowas nicht verarschen, ne. Wenn ich würde ganz runter, wenn der jetzt fertig ist, werde ich den ganz runterfahren oder ausknipsen, dann fertig. Und wenn der Programm abstürzt, dann download ich ihm normal. Das ist nicht das fucking Problem, nee. Weil da hinten steht Hexit, keine Rückmeldung. Ja. Und ich warte nicht da 1000 Tage, bis die Java-Plattform sich da. Ach ey, ich mach den Ach, kann man noch rüberspringen, stimmt ja. So, ihr hässlichen Krabbkinder. Jetzt kommt mal her. Okay. Gutes Spiel. So. Ja. Hoffentlich hat er. Na, der kann doch bestimmt wieder heilen, vermutlich mal. Ja. Damit keine Rückmeldung habe ich schon mal gehabt, aber wie gesagt. Ja, das ist wahrscheinlich für Überhitztes, aber nicht nach 11 Minuten, Leute. Also 11 Minuten ist so kurz für einen LP-Part nach meiner Mine. Moment. Spring, 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 spring. So. Dann sehen wir das Spiel, wie jetzt ist. Juvi, wo bist du? Komm raus. Hatte mal die Klappe, du scheiß Spinne, ey. Arschkrampe, ey. Okay. Das sammeln wir mal schnell ein. Ah, das ist ein Skill, böser Skin. Beschwörter und Toter. Das wäre nun vielleicht so ein hässlichen Dorfbewohner oder so. Ach, eindeutig Zombie-Geräusche. Ich wundere, dass er das Leben tut, wenn er hier so viel Energie verbraucht. Ich würde gern wissen, was der mir so gesagt geben tut. Aber ich glaube, der kann sich auch heilen. Also ist das schon. Also das Kind Dorfbewohner ist uns so ein Typ, der Ärger macht. Und die haben sogar den gar nicht beschrieben. Jo. Okay. Also ist das so gesagt eine Magiergegend.
Ja, und ich glaube, der verbraucht extra viel Energie. Weil das Schwert ist schon beschädigt. Also gehen wir erstmal in. Wir gehen das mit den Häusern rennen. Der lasst es einfach, weil der hat 100 Leben, Leute. Und ich glaube, der kommt doch bestimmt immer wieder. Versucht ihn nochmal anzugreifen, aber. Ich glaube, das bringt nicht. Bringt nicht viel. Der kann überall sein. Ja, Moment. Da ist er. Ich kann ihn mit TNT killen. Ja. Okay, das. Will ich mehr? Meine Idee wäre, mit dem Wassereimer voranzugehen. Wir brauchen für die beschwerten Untoten Wassereimer. Ich weiß ja schon, wie ich da vorgehen tue. Ja, ich habe nicht genügend Eisen. Dann werde ich mal wieder mir das TMI holen. Und werde versuchen, mir eine Plattform zu erstellen. Und da dann so gesagt die Untoten zu verarschen. Gut. Okay. Komm, auf geht's. Ja, es lägt extremer, wie gesagt, wenn er dann auch keine Rückmeldung ist, weil das abgedöste Spiel. Dann ist das nochmal. Aber er kann irgendwie keine Bogenskelette erzeugen. Das ist immer ein Vorteil für uns. Gut. So. Schnell eine Plattform holen, egal was. Den Schrott hier entfernen. Stell halt mal die Fresse, ey. Komm her, Stiri. Moment, scheiße Köter hier. So, Augenblick. So, jetzt erstellen wir. Ja, der Teil ist echt überhitzt, ey. Tja, muss er durch, muss der PC jetzt durch. Ja. Lass mich von da nicht ärgern. Nee. Ich lass mich von sowas nicht ärgern, ich kann er vergessen. Wenn ich so stelle, ich den scheiß Block in Kreativmodus, ja. Also zwei Blöcke, ja, dass ich da durchkomme. Jetzt nochmal Sterntür zerstöre ich den scheiß Bettrock da. Also ein Block, zwei Blöcke. Ja. Ich kann ja vergessen, dass ich mich von dem verarschen lasse, nur weil das hier lecken tut. Also ich kann ja vergessen. Gut, rein. Ich glaube, ihr seht auch alle gerade, dass es voll lecken tut. Mich jetzt einfach hier durch, Mensch. Ach, die Scheiße jetzt hier weg, ey. Auf den Schrott jetzt weg, Mensch. So. Ach. Springen und setzen. So. Jetzt hier Wasser aktivieren. Moment. So, mal sehen, ob er sich hier ran scheißern tut. Gut. Ich werde hier mal irgendwie jetzt rufen. Hallo Stiovi, wo bist du? Löffner sagt rum, ey. Okay.
Playstation, so richtig so aussieht. Naja, okay, ich werde den Part den erstmal beenden. Das Lex zu extrem. Ja. Ich muss hier wissen, wo ist das Arschloch hier? Wo ist der Sack? Da hinten ist er. Der steht da, ja. Hey Magierfotze, komm mal her. Du kannst mich lecken, Alter. Ich bin da noch Stress. Okay. Der macht Stress. Bin ich mal kommen, komm, komm. Tja, nichts geworden, Alter. Wir müssen uns hin, warte mal. Wir stellen uns mal in der Ecke. Oder kämpfen so gesagt hier. Acht. Okay. Okay, ja, ist gleich das. Ich habe auch. Moment. Ja, das gehört dazu, ey. Aber ich glaube, wenn wir nun von der Ecke drängen, haben wir, oder mich in der Ecke drängen, glaube ich, haben wir schon gute Dateien. Ich hol mir jetzt noch mehr Wassereimer. Moment. Am besten, wir werden auch alles überfluten, wenn es sein muss. Ja. Gut. Ich lasse mich von so einem Lecken nicht ärgern, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Ich lasse mich von da nicht, davon nicht ärgern. Wofür das manche sagen, ich habe einen schwachen PC, dann ist es nun mal so. Gut. Ich lasse mich von so was nicht ärgern, weil das nichts bringt. Nee. Das könnte auch der Typ da vergessen. Ich zerstör den Scheißbett drauf, das kriegt mich hier auch, Alter. Scheck mit dem Scheiß hier, ey. So. Diese schwule Spinne soll die Fresse halten, ey. So, wo ist der Typ? Und da hinten ist die Arschkrampe. Den lögen wir. So, Moment. Mal wieder keine Blöcke im Inventar. So, ja, ist zum Schämen, Leute. Gut. Okay, 5 und... Gut, in den Wasser setzen. So. Ach, Himmel, Arsch und Stiri, Mensch. Damit. Wer was Maker und nicht holen? Wer hat Maker und nicht fehlen, Alter? So, Magierfotze, dann komm mal an, Scheißert. Ja, das klappt gut. Wie gesagt, ich werde so spielen, dass ich eine ganze Festung kaputt kriege. So. Scheiße. Er steht stürig. Wie gesagt, ich nehme den ganzen Chase auseinander. So, dann bringen wir eine Fotzendiener her, Alter. Zerstört seine ganze Hütte, wenn der nicht hier ankommt. Komm da mal her, du Lahmarsch. Moment.
say you. Wie gesagt, ich bin so lange, bis das System abkackt. Geht sowieso darauf. Gut. Ja. Moment, ach, die scheiß Spinne hier. Okay, gut. So. Irgendwo ein Zombie ab. Hier weg. Ja. Hier weg. Irgendwo ein verfickter Zombie ab. Aber ist der Basti, ich bin im nächsten Part mehr extra gemein. Und ich werde nachher sagen, dass ich ihn kurz mal vorführen werde, wenn er jetzt nicht tot ist. Ich werde mich erstmal für die Sachen ein bisschen revanchieren, also ein bisschen rächen, ja. So Leute, ja, macht was ihr wollt. Ich bin im nächsten Zug dran, ne? Im nächsten Zug wird dieser nicht detoniert. Nur als Information. So, okay. Im nächsten Part kommt die Rache. Oder ich mach die jetzt. Ich will da nicht warten. Ich geh jetzt in Kreativ. Lege TNT. Zünde es an und sprengt die Drecksbude. Also das kommt jetzt. So, jetzt sind wir TNT. Und dann geht die Party auch schon los. T. T. 1. So, Stewie. Deine Schrottsiedlung wird jetzt komplett erschrottet. Ich warte ja nicht lange. Na komm. Gut. PC, du musst da durch. Naja, was du denkst. Ich will die Scheiße hier erledigt haben. Ich will nicht warten bis zum nächsten Part. Und ihr bestimmt auch nicht. Ja. So, Dreckarsch. Jetzt wird man hier verabschiedet. Jetzt bin ich am Zug. Leg jetzt überall TNT hin und spreng die ganze Arschkrabben-Dings muss hier in der Luft. Wie gesagt, manchmal hat man ein bisschen Launas Rache und das wird sich auch zeigen. So. Na komm. Auch wenn es extrem köttern tut, ist mir ja doch scheißig jetzt einen Feuchten. Spring jetzt die ganze Drecksbude in der Luft, Alter. So, okay. Wenn ich denke, ich stehe im Part einfach mit dran. Ja. Na, mach Stress. Kannst du gerne haben. Du wirst nicht erleben, was hier mit dir passiert. Das kannst du aber glauben. Das kannst du sowas von abkaufen. Wenn ich mit dir erstmal fertig bin, wenn er gegen das mal fertig bin, wirst du dir wundern gehen, wen du nicht anerlegt hast. Ja. Gut. Spreng die ganze Drecksbude in der Luft, ey. Ja, so eine Schreber kann ich nicht brauchen. Gut. Wir legen jetzt alles Feuer TNT. Das ganze Anwesen hier. Ach ey, wie oft muss er noch fliegen, um da mal zu setzen, ey. Gut. Ja.
So. Gut. Auf nach unten. Gut, Moment. Ach ey. Juri, was willst du eigentlich hier erreichen, Mensch? Gut. Ist mir jetzt sowas von, ja, das lecken tut, das ist mir eigentlich völlig Latte. Wie gesagt, die Lamin davor nicht unterkriegen. Sind die Scheiße hier weg, ey. Aber dann warte ich trotzdem erstmal eine Weile, weil ich bin ein paar Titten mit dran. So. Ich speichere jetzt, dann muss ich kurz ein paar Minuten beenden, weil beim Explodieren läuft uns alles aus, also bis dann. Leute, ich habe mich mit dem TNT gerecht. Ich habe alles weggesprengt, was an sich weise. Da war leider die Explosion nicht mitbekommen, weil ich so doof war anzuschalten. Aber seine komplette Pennerbehausung ist kaputt. Und nun steht er ganz klein da. Genau. Ja, eindeutig. Was sagt ihr jetzt, Leute? Ich habe mir an den Pischspinner gerecht. Ja, es hat vielleicht habt ihr die Explosion nicht mitbekommen. Aber okay. Ich habe mich revanchiert. Für seinen Scheiß angeben. Für seinen Scheiß angeben in dieser Gegend. Das war sogar gesagt, eine hässliche Siedlung. Aber die ist jetzt nicht mehr aktiv. Da kann er sich erstmal richtig hier wundern. Gut. Okay, Leute, ich habe mich so gesagt an jeden Idioten erreicht. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich habe die ganze Pennerbehausung in Eichenteile gelegt. Also bis dann. Tschüss.